Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen nach der Mittagspause oder nach dem Mittagessen hier bei uns in der Arena, aber auch gleichzeitig im Livestream zu dieser Diskussionsrunde heute zum Thema Transformation für den Klimawandel. Was muss die Bauwirtschaft tun? Das ist ein Main Event vom ESSIA, von Bauen Digital Schweiz, Building Smart Switzerland und Swissbau. Der Auftrag von Politik und Gesellschaft ist klar formuliert. Wir sind aufgefordert, einen wichtigen Beitrag mit emissionsarmem, zirkulärem und ressourcenschonendem Bauen zu leisten und damit auch unsere Wertschöpfungskette auf Netto Null zu bringen. Die Bauwirtschaft hat vor einem Jahr zum ersten Mal eine gemeinsame Position zu diesen Themen publiziert, dies auch mit Blick um den Blick nicht nur auf den Fußabdruck von Gebäuden im Bereich des CO2 zu setzen, sondern eben auch das Planen, Erstellen, Sanieren und eben auch die Materialien, die wir verwenden, in die richtige Richtung zu bringen. Wir diskutieren heute zusammen mit Vertreterinnen aus Wissenschaft, Politik und Praxis entlang der folgenden drei Fragen. Wo müssen wir aus Sicht der Wissenschaft ansetzen? Wie werden wir in der Praxis diesen Anforderungen gerecht? Wo könnten wir in diesem Sinne noch mehr Schub vertragen oder eben auch diesen Schub auslösen für diese Transformation? Und werden die politischen Rahmenbedingungen richtig gesetzt, dass wir unsere Arbeit machen können? Am Schluss des Podiums öffne ich auch für Fragen. Hier im Saal steht ein Mikrofon zur Verfügung, also nutzen Sie diese Gelegenheit. Bei Ihnen im Livestream hat es im unteren Bereich eine Box, wo Sie die Fragen platzieren können. Diese werden nachher hier bei uns vor Ort eingeblendet. Mein Name ist Christine Schaffner, ich bin die Direktorin des Dachverbandes der Bauwirtschaft von Bauen Schweiz und ich führe Sie durch die nächste Stunde. Wir starten in drei Blöcken. Ich möchte zuerst für die Wissenschaft Dr. Reto Knutti zu mir auf die Bühne bitten. Er ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich. Bitte, Reto. Reto, wir starten hier mit diesem Teil Wissenschaft und ich möchte von dir wissen, auch hier an uns gerichtet und auch später die Podiumsteilnehmer, wo müssen wir aus deiner Sicht, aus Sicht Wissenschaft, jetzt handeln? Ja, vielen Dank. Grüße miteinander. Ich verstehe weniger von Bauen als Sie alle wahrscheinlich. Ich komme aus der Klimaforschung. Die naturwissenschaftlichen Grundlagen zeigen uns, dass solange wir CO2 ausstoßen, wird der Klimawandel weitergehen. Das heißt, es führt kein Weg an diesem Netto-Null-Ziel vorbei, damit wir den Klimawandel begrenzen können. Wir haben das auch an der Urne im Juni beschlossen, Netto-Null 2050 für die Schweiz. Und die Bauwirtschaft muss natürlich hier auch einen Beitrag leisten. Dann ist die entsprechende Herausforderung, wo kommt die Energie her? Also irgendwo muss das noch stimmen. Und dann am Schluss braucht es noch die Diskussion über Kreislaufwirtschaft. Und jetzt könnten wir schrittweise auf diese einzelnen Elemente eingehen. Wenn du willst. Das werden wir dann später natürlich auch noch machen während der Diskussion. Aber du hast diese Abstimmung letztes Jahr im Juni angesprochen, wo wir als Stimmvolk Ja gesagt haben zu dieser, sagen wir mal, dieser Richtung und diesen Zielen. Damit alleine ist es aber nicht getan. Ja, überhaupt nicht. Das ist ein Ziel und das Ziel ist nicht mehr als ein paar Worte auf einem Blatt Papier. Und es geht jetzt um die Frage, wie setzt man das um? Das Klimaschutz- und Innovationsgesetz hat ein paar Elemente, die ein bisschen konkreter sind und ein bisschen Geld, aber ganz viel wird jetzt erst im parlamentarischen Prozess ausgearbeitet. Also die Umsetzung ist noch nicht so weit. Und ganz ehrlich, wir sind noch nicht wahnsinnig gut auf Kurs. Also das Parlament tut sich schwer mit genügend ambitionierten Maßnahmen, dass diese Ziele dann auch wirklich erfüllt werden können. Wir haben nachher auch noch zwei Vertreter des Parlaments hier bei uns auf der Bühne. Wir können vielleicht dann auch noch mal im Dialog darauf eingehen. Wenn du jetzt sprichst, es gibt noch viel zu tun, es gibt noch viel, das wir in die richtige Richtung bringen müssen. Wenn du jetzt an deine Arbeit denkst, wo seid ihr im Moment dran, beziehungsweise über die nächsten Jahre vielleicht auch, was kommt von Seiten Wissenschaft, wo wir in der Bauwirtschaft vielleicht auch davon profitieren könnten?
Also die Grundlagen des Klimawandels sind bekannt und die braucht man nicht mehr warnen. Also natürlich gibt es immer noch offene Fragen. Was sicher noch fehlt, sind genaue Szenarien für die Auswirkungen. Also wir arbeiten im Moment an der nächsten Generation von Klimaszenarien für die Schweiz. 2018 war die letzte Generation. Wir erwarten, dass wir in 2025 neue Szenarien haben werden. Es geht dann um die Frage, wie übersetzt man 1,5 Grad weltweit oder 2 Grad weltweit auf den Skilift irgendwie ingenieriert oder auf die Abwasserleitungsdimension in Oerlikon oder so. Also wie sind die lokalen Auswirkungen, städtische Wärmeinseleffekte und so weiter, sind Sachen, die noch nicht so gut verstanden sind und auch noch nicht gut angekommen sind. Das dürfte relevant sein für Raumplanung, für Quartierplanung etc., inklusive Hochwasserschutz etc. Und jetzt, wenn wir zurückkommen auf die Infrastruktur oder das Gebäude an sich, du sprichst auch immer etwas davon, dass die Gebäudeinfrastruktur zum Energielieferant werden müssen. Kannst du da noch einmal kurz darauf eingehen? Ja, wir müssen die Fossilen ersetzen und irgendwann vielleicht auch die Kernkraft, je nachdem, wie wir dort entscheiden. Aber es ist klar, dass unmittelbar das größte Potenzial liegt in den Erneuerbaren, insbesondere der Photovoltaik. Wind wäre auch gut, aber in der Schweiz nicht so mehrheitsfähig. Aber Photovoltaik ist relativ günstig, es ist unumstritten und da haben natürlich die Dächer und die Fassaden haben am meisten Potenzial. Wenn wir das konsequent ausbauen in der Schweiz, haben wir relativ viel erreicht. Aber ich glaube, es ist mehr als nur das. Mit den ganzen bidirektionalen Lademöglichkeiten von den Fahrzeugen, mit intelligenten Gebäudesteuerungen, aber auch mit Isolation, mit Effizienzsteuerung. Es geht auch darum, die Energie am richtigen Ort zu haben und zu speichern. Das heißt, das Gebäude kann dort mehr als nur Strom produzieren, sondern es kann ein intelligenter Teil von einer Stromlandschaft werden. Also sicher auch sehr viel Arbeit für unsere Branche in der Planung, aber auch eben im Bereich der Gebäudetechnik, Außenfassaden etc., Dächer. Also das ist sicher ein Punkt, da kommen wir später auch noch darauf zurück. Ich möchte gerne den zweiten Teil starten. Ich möchte Sarah Barth und Roxane Unterberger zu mir bitten. Ich stelle euch gleichzeitig auch vor, wenn ihr hier auf die Bühne kommt. Roxane Unterberger ist Architektin. Sie arbeitet aktuell im Büro Löhlinger Strub und ist an der Vorbereitung eines PhDs. Auch da gehen wir nachher noch kurz darauf ein. Dann gleich daneben Sarah Barth. Sie ist ebenfalls Architektin. Sie ist auch Gründerin des Ateliers für Architektologie und Gründungsmitglied von Countdown 2030. Damit haben wir jetzt die Praxis auf die Bühne geholt. Diejenigen, die in der Planung, also in diesem ersten frühen Schritt, die Weichen stellen müssen. Ich möchte gleich vielleicht da etwas darauf eingehen, aber Einstiegsfrage an dich, Roxane. Warum ein PhD? Warum planst du diesen Schritt? Was ist deine Motivation? Ich glaube, es gibt mehrere Motivationen, aber eine hat sicher damit zu tun, was auch gerade gefallen ist, so das Tempo in der ganzen Frage. Ich habe das Gefühl, so bauen ist extrem träge, das Metier ist extrem träge und das lässt nicht besonders viel Spielraum für Experimente. Das ist so mein Eindruck aus dem Alltag. Mhm. Und das braucht es aber ganz, ganz dringend. Das ist sicher auch eine Frage von Ungeduld. Und aus meinen Erfahrungen in diversen Architekturbüros habe ich einfach das Gefühl, das ist vielleicht auch eine sehr subjektive Aussage, aber dass es eine gewisse Unbefriedigung gibt, weil man im Arbeitsalltag nicht das Gefühl hat, dass man einen Beitrag leistet oder Verantwortung für das Thema übernimmt, warum wir hier sitzen. Das ist so der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt hat sicher damit zu tun, dass ich aus einer Generation komme, wo man sich in der Uni eigentlich fast jeden Tag damit auseinandersetzt, was das Klima für Auswirkungen hat auf Architekturschaffende. Das hat konzeptionelle Fragen, typologische, technische, bauphysikalische und schlussendlich ästhetische. Und dann wird man eigentlich in einen Arbeitsalltag geworfen, der von einer tragenden Generation der Praxis bestimmt ist, wo es sehr stark noch um gestalterische Autorenschaft geht. Und das kontrastiert natürlich sehr stark mit einem Verständnis von gebautem Raum als eher performative Infrastruktur, die vielleicht dahingehend, was vorhin gesagt worden ist, viel mehr auf Akteure eingeht, fernab so menschlicher Gesellschaft, sondern auch andere Dinge berücksichtigen kann. Ich würde gerne einen Punkt noch aufnehmen. Du hast auch von diesem fast etwas Gap zwischen der Ausbildung und nachher der Realität gesprochen. Mhm.
Kannst du ganz kurz darauf eingehen, vielleicht auch an einem Beispiel? Also was meinst du genau damit? Also wenn du aus der Lehre kommst und in die Praxis eintauchst, hast du das Rüstzeug oder was fehlt dir dort? Jetzt wird ja irgendwie oft darüber gesprochen, ob wir das Rüstzeug haben, in der Gesellschaft arbeiten zu können, so wie sie funktioniert. Aber ich frage mich eher andersrum, ob so die Praxis das Rüstzeug hat, um uns zu beantworten und das, was es eigentlich braucht. Spannend. Also, ja. Kommen wir nachher vielleicht auch noch darauf zurück, aber eine andere Perspektive, ja. Jetzt vielleicht zu dir, Sarah, hast du Reaktionen auf die Aussagen jetzt, die Roxane gebracht hat, oder vielleicht auch Ergänzungen dazu? Wie sieht deine Arbeitswelt aus? Ja, bei mir war es lustigerweise, als ich dir zugehört habe, eigentlich genau umgekehrt. Ich war zu ungeduldig für die Akademie und wollte deswegen in die Praxis. Ich hatte den Eindruck, ich möchte keinen PhD schreiben, obwohl ich mich begeistert in irgendein Thema 4 Jahre stürzen hätte können, weil ich eigentlich gedacht habe, nein, ich möchte jetzt in der Praxis wirklich etwas bewirken und dort praktisch als Architektin tätig sein. Und ich habe zuerst an der ETH und dann noch in Lausanne unterrichtet und ich habe sehr gerne unterrichtet, habe dann aber gemerkt, ja, eigentlich in der Praxis ist dort, wo es konkret passiert, das CO2 wird eben dort ausgestoßen oder respektive nicht. Also ich habe genau die, wahrscheinlich aus einer ähnlichen Motivation, aber die umgekehrte Entscheidung getroffen. Und wenn jetzt du, also im Vorgespräch sind wir auch darauf gekommen, Eigentümer, Bauherren, ihre Rolle, jetzt sind wir von Roxane etwas von der eben Lehre in die Praxis. Welche Rolle gibst du den EigentümerInnen und den Bauherren? Also bei Bauten ist es natürlich, wir als Architektur, Architektinnen und Architekten sind eigentlich recht am Schluss vom Prozess. Also wenn die Aufgabe, ein Wettbewerb beispielsweise schon formuliert ist oder schon mal ein Gebäude gesagt wird, das ist, wird jetzt abgebrochen und plant einen Ersatzneubau, dann sind sehr viele Entscheide schon gefallen. Und das heißt, der Eigentümer oder die Eigentümerin steht eigentlich am Anfang und das hat dann bei mir zu einer Motivation geführt, auch zu sagen, ja, wenn ich wirklich einen Hebel haben will, dann muss ich eigentlich auch auf der Eigentümerseite mitreden können, was dann auch parallel zu meiner Praxis dazu geführt hat, dass ich mich auch für das Immobilienbusiness eigentlich dann angefangen habe zu interessieren, also die ökonomischen Aspekte, die dahinter stehen, und jetzt inzwischen in einem Stiftungsrat und einem Verwaltungsrat auch tätig bin, wo es genau um diese Fragen geht, um die Eigentumsseite, also wo man dann auf der Auftraggeberseite, auf der Eigentumsseite ist und dort Architektur eigentlich fast noch mehr beeinflussen kann als nur, in Anführungszeichen, als Architektin. Also du plädierst eigentlich dafür, dass man euch früher einbezieht, oder, aus der Planung? Ja, und ich plädiere vor allem auch an uns Architektinnen und Architekten, uns früher einzumischen. Aha, also gar nicht nur das, der Ball das ist andere auch bei euch. Aber der Ball ist auch bei uns. Also sowohl in der Politik uns einzumischen, als auch bei den Eigentumsfragen uns einzumischen. Gut, du hast mir das Stichwort Politik gleich gegeben. Da müssen wir es nicht umschiffen. Ich bitte meine letzten beiden Gäste zu mir auf die Bühne und werde sie ebenfalls dann noch kurz vorstellen. Christian Wasserfallen ist diplomierter Maschineningenieur, FH, er ist Nationalrat und sitzt in dieser Funktion auch in der Umweltkommission. Er ist Präsident der Infrastrukturbauer, also von InfraSwiss, und in dieser Funktion sitzt er auch im Dachverband von Bauen Schweiz. Zudem ist er Verwaltungsratspräsident eines Bauunternehmens. Dann neben ihm Beat Flach, Nationalrat, mit Einsitz in der Rechtskommission, ebenfalls eine sehr wichtige Kommission für uns in der Bauwirtschaft. Er ist Jurist mit einem MAS in der Raumplanung ETH Zürich. Er arbeitet als Jurist beim SIA und ist Präsident von AEE Aargau. Jetzt ist das Podium komplett, aber wir starten auch bei euch beiden mit einem Block Politik, sage ich jetzt mal. Einstiegsfrage vielleicht an dich, Christian. Woran arbeitet ihr gerade, und das ist jetzt nicht eine politische Frage, sondern woran arbeitet ihr bei InfraSwiss im Tiefbau-Infrastrukturbereich? Also wir haben bei InfraSwiss sehr viele Baustellen, könnte nicht anders sein. Wir haben bei InfraSwiss insbesondere, wenn wir und da kommt wahrscheinlich dann Beats Expertise, um das neue Beschaffungsrecht geht, haben wir uns zum Ziel gesetzt, nicht nur einfach die Überlegung zu haben, weniger Preiskriterien und mehr zum Beispiel eben das Thema, was wir diskutieren, Ökologie, Nachhaltigkeit. Und wenn man das ja weiß, muss man ja irgendwie Bewertungstools erarbeiten, wie man denn dieses Kriterium für nachhaltiges Bauen zum Leben erwecken kann, oder? Und dort gibt es verschiedene Pisten. Die eine Piste, das können Sie, glaube ich, gerade dort hinten anschauen gehen,
SNBS-Infrastruktur, also Standard nachhaltiges Bauen Schweiz. Wie können wir diese Nachhaltigkeitskriterien in einem konkreten Submission, in einem Projekt bewerten? Immer wirtschaftlich, ökologisch und sozial, das sind immer diese drei Pfeiler. Und das ist das eine, wie man bewertet. Auf der anderen Seite haben wir uns auch ein eigenes Tool zusammengebaut, das heißt Eco to Construct, wo alle, sei das Architekten, Bauherrschaften, Ingenieure, Planen, auch bewerten können, wie sieht mein Projekt aus und was haben wir zum Beispiel für Umweltbelastungen, respektive CO2-Ausstoß. Dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie eine Baustelle oder ein Bauwerk genau aussieht. Und das haben wir jetzt in Eigenregie gemacht, das haben wir im Vorstand beschlossen. Wir möchten dort ein Tool den Leuten in die Hände geben, um eben ihre Baustelle in dieser Hinsicht prüfen zu können. Auch das kommen wir später darauf zurück, also die Bedeutung der Instrumente, dass man eben es fassbarer macht, dieses Thema. Darum auch diese Einstiegsfrage an dich. Und jetzt tauchen wir etwas in die Politik ein. Beat, wo stehen die politischen Rahmenbedingungen, beziehungsweise was mich interessieren würde, ist dieser Artikel 10 im Klimaschutzgesetz, Vorbildsfunktion der zentralen Bundesverwaltung, Kantonsverwaltung etc. Kannst du mir hier einen kurzen Exkurs geben? Ja, danke vielmals. Also es ist natürlich so, eigentlich haben wir 2017 gestartet, oder, mit der Volksabstimmung über die Energiezukunft der Schweiz 2050. Und wir haben vielleicht mit dem CO2-Gesetz, oder, das knapp abgelehnt worden ist, wie einen Schritt übersprungen, den wir jetzt aber mit dem Klimaschutzgesetz eigentlich geschaffen haben. Dieser Schritt beinhaltet eben diese Zielvorgaben, einen Absenkpfad. Wer hat bis wann wie viel CO2 einzusparen? Und da ist der Artikel 10, den du erwähnt hast, natürlich besonders wichtig, weil da Bund und Kantone in einer Vorreiter-, in einer Vorbildfunktion erwähnt werden. Die sollen das entsprechend auch vorleben. Ich bin überzeugt, das wird eine gewisse Wirkung haben. Diese Projekte, die müssen jetzt aufgegleist werden. Und dazu kommt auch noch das neue Beschaffungsrecht. Da steht ganz eindeutig im Artikel 29, dass die Nachhaltigkeit ein Zuschlagskriterium sein kann. Mit der Beschaffung kann man auch bei den Eignungskriterien bereits schon ansetzen. Und das ist jetzt gekommen, aber ich glaube, das braucht überall noch eine Umsetzung in der Praxis. Oder? Was vorher auch gesagt wurde, oder dass die Praxis hier eigentlich noch am Üben ist, oder? Braucht einen Kulturwandel. Innerhalb der Baubranche, von den Planenden, aber auch bei den Bauherren, nicht nur bei den öffentlichen, sondern auch bei den privaten Bauherren, diese Lifecycle-Kosten von Gebäudeprojekten oder Bauprojekten generell, das muss einfließen, viel früher in die Planung, und dann braucht der Bauherr, die Bauherrin, die braucht das Tool dazu, das so entwickelt wird. Wir brauchen die Digitalisierung, die uns dann zeigen, ja, wohin gehen wir eigentlich, wie erreichen wir das Ziel. Mit dem Klimaschutzgesetz haben wir jetzt mal diese Ziele definiert. Das ist eine super Sache, weil man jetzt planen kann, auch die Industrie, die lange, lange Vorlaufzeiten braucht. Wenn die Chemie beispielsweise hier in Basel einen neuen Produktionsstrang plant, oder, dann machen die das nicht für 4-5 Jahre, sondern die müssen sich überlegen, wie sieht das dann in 10-15 Jahren aus. Das sind riesige Investitionen. Also vielleicht kommen wir noch mal zurück, oder diese politischen Rahmenbedingungen, die ihr uns eigentlich vorgebt in Bern. Könnt ihr oder vielleicht auch beide, auch du Christian, noch mal darauf eingehen, was bedeutet das für die Bauwirtschaft oder wie müssen wir uns fit machen? Sind diese Zeichen, die dort gesetzt wurden, Klimaschutzgesetz, jetzt aber auch Kreislaufwirtschaft im Umweltschutzgesetz? Christian, wie siehst du das? Also auch aufrufmäßig, oder haben wir jetzt diese Rahmenbedingungen und wissen wir, was wir zu tun haben hier? Also Beat hat es angesprochen, wir haben diese zwei grundlegenden Gesetzgebungen und im Rahmen dieser Gesetzgebung, in meinen Augen, ist vor allem auch die Bundesverwaltung, aber auch die Kantone haben einen genügenden Rahmen, um eben dann, also die sieht eben ja als Bauherrschaften auf, also zum Beispiel der Bund in Form der SBB, einer der größten Bauherren, oder des Bundesamtes für Straßen beispielsweise, einfach um die Großen einmal anzusprechen. Dort weiß man im Prinzip schon, dass man das Nachhaltigkeits-Ökologie-Kriterium erhöhen kann. Das ist das neue Beschaffungsrecht. Und wenn es um die konkrete Umsetzung geht, ist halt dann jedes einzelne Projekt, oder man kann nicht einfach
einfach eine generelle Top-Down-Entscheidung fällen, wir wollen, sondern es muss jedes einzelne Projekt dann entsprechend so ausgeschrieben, bewertet und umgesetzt werden. Und ich mache einfach ein konkretes Beispiel, um auch zu zeigen, dass es nicht einfach eine leere Worthülse ist. Der Gotthard-Basistunnel. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, war etwa 30 Millionen Tonnen Ausbruchsmaterial. Ein Drittel davon wurde direkt im Bauwerk wiederverwendet. Zwei Drittel wurden als zu niedrig qualitativ betrachtet und dort hat man irgendwie Dammaufschüttungen oder Hinterfüllungen gemacht. Und nur ein einzelnes Prozent dieses Materials wurde dann effektiv als nutzlos bewertet und das musste man deponieren, oder? Also das sind all diese Fragen, wie man dann eben in einem konkreten Bauwerk jetzt zum Beispiel diese Kriterien, die wir vorgeben, umsetzt. Und das finde ich ein Leuchtturmbeispiel. Wie gesagt, ein Drittel direkt eingebaut und zwei Drittel, die konnte man einfach anderswertig als Füllmaterial vereinfacht gesagt verwenden. Und also an Beispielen, an Projekten dann heruntergebrochen. Was werden noch... Hast du Ergänzungen, Beat, oder kann ich... Ja, also ich kann das unterstützen. Ich denke, diese Leuchtturmprojekte sind sehr wichtig, um aufzuzeigen, dass das auch im kleineren Maßstab dann möglich ist und umgesetzt wird. Im kleineren Maßstab funktioniert das leider noch nicht so groß, weil die Diversität der Materialien einfach unterschiedlich ist, in kleineren Mengen anfällt. Da muss die Bauwirtschaft noch besser werden. Da sind wir dran mit dem Kreislaufgesetz, dass wir das machen wollen. Und was mir noch wichtig ist, auch, oder es braucht dann auch noch weitere Maßnahmen. Oder? Wir haben den Beschleunigungserlass, oder, damit wir vorwärts machen können bei der Energieversorgung. Wir haben aber auch in der Raumplanung noch Aufgaben zu lösen. Das sind die Kantone und die Kommunen sind da eigentlich vor allen Dingen gefordert. Oder überall, wo Hemmschuhe sind oder Steine im Weg liegen, oder, da muss man hinschauen, kann man das verändern, damit man eben nachhaltiger werden kann im Bauen, auch im Bestand, in der Renovation, im Ersatzneubau, bei den Klimainseln in den Städten. Die Schwammstadt ist ein Thema. Also es ist fast uferlos, oder, die Aufgaben, die auf uns zukommen. Du sprichst gerade eine ganze Bandbreite an. Alles zusammen, oder, genau. müssen wir wieder herunterbrechen dann auf diese einzelnen Projekte. Das ist aber machbar, das ist auch eine spannende Aufgabe. Und der letzte Satz, wenn ich hier durch diese Hallen laufe und mal schaue, was die Praktiker machen, oder, also die den ganzen Tag mit dem Meter hier sonst herumlaufen, oder, und da ausstellen, oder, ich bin guter Dinge, die Technik ist da. Die Technik ist da, vielen Dank. Aber noch mal ganz konkret, welche Pflöcke schlagt ihr 2024 ein in der nationalen Politik, die wir hier in der Branche wissen oder kennen müssen? Was kommt noch auf uns zu? Also das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Ich denke, dass Christian, ihr werdet das weiter beraten. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz für die Bauwirtschaft, oder? Wir haben gerade wieder gelesen, oder, dass das Bauschutt aus der Schweiz nach Deutschland entsorgt wird. Ich glaube, das wollen wir nicht. Das kann es nicht sein. Der Netzausbaubeschleunigung kommt quasi als drittes Paket. Der Windexpress ist unterwegs. Also wir haben relativ viele Dinge, oder, die da schon am Laufen sind. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man das Fuder dann nicht überlädt. Christian, hast du noch Ergänzungen dazu? Oder? Ich glaube, Reto Knutti hat das Ganze am Anfang erwähnt. Um all das erledigen zu können, brauchen wir dann am Ende des Tages noch genügend Strom. Und der sollte CO2-frei produziert werden. Sie merken, in welche Richtung die Diskussion dann auch noch gehen wird. Ja, genau. Aber gehen wir noch mal zurück zu unserem Hauptthema. Ich öffne gerne jetzt diese Podiumsrunde und leite über etwas mit dem Begriff der Chancen. Es ist jetzt bei jedem von euch irgendwie diese Motivation gekommen, diese Chance. Welche Chance bietet eben sich für die Bauwirtschaft mit diesem Netto-Null-Ziel, das wir auch in der Bevölkerung letztes Jahr verabschiedet haben? Also gibt es hier zum Beispiel einen Innovationsschub? Wie siehst du das, Reto? Also ich bin nicht Ökonome und ich bin auch nicht Technologieforscher, aber es ist klar, der Status quo kostet. Oder? Jede Tonne, die wir emittieren, CO2, kostet langfristig global mehrere hundert bis mehrere tausend Franken. Und das wird irgendwo bezahlt werden, aber natürlich nicht vom Verursacher, sei es in der Landwirtschaft, in der Gesundheit etc. Und die ökonomischen Modelle zeigen, dass ambitionierter Klimaschutz langfristig auch günstiger ist. Es geht nicht nur darum, um die Welt zu retten, sondern es lohnt sich. Natürlich nicht übermorgen, und das ist ja gerade das Problem, übermorgen kostet es auch zuerst mal, aber langfristig würde es sich lohnen. Und ich glaube, es gibt immer mehr Leute und auch immer mehr Unternehmer, die sagen, aha, wenn ich jetzt etwas mache, dann profitiere ich. Und lange war so ein bisschen das Mikado-Spiel, oder? Wer sich zuerst bewegt, hat verloren und jeder denkt, der andere soll. Und jetzt
beginnt es zumindest in einigen Bereichen zu kippen, dass große Firmen wie eine ABB oder eine Siemens, heute Abend bin ich noch bei CEO for Climate, die sagen einfach, wir machen es jetzt. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir überzeugt sind, dass es sich für uns rechnet, auch in der ganzen Innovation. Und wenn das kippt, dann kann es potenziell irgendwann schnell gehen. Ich glaube, die Schweiz hat hier einen Vorbildcharakter und hat extrem viele Möglichkeiten, das zu tun. Siehst du, Sarah, siehst du diese Überzeugung auch in deiner Arbeit, also nicht von dir aus gesehen, sondern vielleicht auch in deinen Projektteams, werden diese Chancen erkannt? Siehst du diese Überzeugung? Ja, also ich habe vorhin, als ich zugehört habe, ich fand das spannend, dass du so ein Großprojekt als Vorbildprojekt genannt hast und gesagt hast, die Kleinen folgen dann. Ich persönlich erlebe es sogar umgekehrt. Ich glaube, die Kleinen haben die Chance voranzugehen, vielleicht auch gerade die Projekte, die unter einer Submissionsgrenze fliegen, die vielleicht private Bauherrschaften haben, die viel flexibler sind, weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir warten, bis die ganzen Gesetze greifen und dann noch die ganzen Planungen und die ganzen Submissionen rum sind und die Projekte anfangen, das sind wir eigentlich zu spät. Also wir müssen eigentlich viel schneller sein und die kleinen Projekte, die haben diese Agilität und können vielleicht auch später nochmal umplanen, können vielleicht auch nochmal sagen, ja, wir haben das zwar eigentlich schon abgeschlossen, können aber vielleicht nochmal umdenken. Deswegen sehe ich lustigerweise eigentlich eher die kleinen Projekte im Vorteil in diesem Thema, weil sie eben agiler und noch schneller reagieren können, kleinere Innovationsschritte machen können. Das vielleicht dazu und was mir noch aufgefallen ist, wir haben jetzt ein paar Mal über Technik gesprochen und ich bin auch fasziniert, wenn ich hier durch diese Räume gehe und es ist unglaublich, was es irgendwie an solchen Sachen gibt. Ich als Architektin habe so keine Lust, ich sage es bewusst provokant, aber ich habe keine Lust, ein schlechtes Gebäude mit Technik gut zu machen in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Also als Architektin, Roxane ist schon einverstanden. Ja? Ja. Als Architektin möchte ich eigentlich ein Gebäude so entwerfen können, dass es mit möglichst wenig Technik auskommt. Natürlich, eine Heizung ist etwas sehr Komfortables und da bin ich auch dafür. Aber wenn ich dann höre, dass so viele Klimaanlagen verkauft wurden wie noch nie, dann ist das für mich kein Grund zu jubeln, sondern eher ein Grund für eine sehr, sehr große Besorgnis, weil ich denke, das kann doch nicht Klimaadaption sein. Roxane? Das war jetzt wenig Chancen, die kommen nachher noch. Ja, die kommen nachher noch. Gehen wir noch? Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich und es ist auch ein Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist, dass man so die Technik feiert oder dass man so sehr feiert, dass man das Klimaproblem jetzt mit Technik lösen kann. Und ich glaube, das ist natürlich so, weil Technik und auch die Entwicklung davon sehr attraktiv ist, ökonomisch. Aber ich denke nicht, dass das Klima, also wenn Technik die Lösung vom Klimaproblem ist, dann hätten wir das Problem ja nicht mehr, weil die Technik ist da. Okay. Ich glaube vielmehr, dass auch was, wenn es um Architekturentwicklung geht und um Bauprozesse, dass es auf sehr vielen anderen Ebenen dann auch greifen muss. Und das hat jetzt vielleicht auch mit soziologischen Fragen zu tun, wie wir eigentlich unseren Alltag leben wollen. Und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich durch die Technik nicht wirklich viel daran ändern müssen, wie wir unseren Alltag bewältigen, weil das macht die Technik für uns. Und ich habe das Gefühl, es bräuchte viel mehr an anderen Stellen einen Paradigmenwechsel. Es läuft gut. Reto zuerst, dann gehe ich zu euch rüber. Ich glaube, man sollte das eine nicht gegen das andere ausspielen. Die Welt werden wir nicht durch Technik allein lösen. Es braucht all diese anderen Fragen auch, unbedingt. Und das Problem ist, dass die gesellschaftlichen Fragen oft sehr, sehr viel Zeit nehmen. Und wir haben nicht 30 Jahre Zeit, über Philosophie der Gesellschaft und Werte und Demokratie zu diskutieren, um dann zu merken, dass wir uns nicht einig werden. Die Tatsache ist, dass man mit Technologie im Moment kurzfristig unglaublich viel erreichen kann. Und das sollten wir tun, wo wir können, und gleichzeitig die anderen Diskussionen auch führen, wo wollen wir denn eigentlich hin und was ist langfristig die Priorität etc. Also ich glaube, es braucht beides. Mhm. Aber kurzfristig ist mit Technologie und Effizienz ist einfach unglaublich viel zu erreichen. Und weil uns die Zeit davonläuft, bin ich überzeugt, dass man das tun soll. Das erfordert keine ideologische Diskussion, keinen Verzicht, man muss es einfach tun. Aber muss auf den Projekten mitgedacht werden. Natürlich. Beat, deine Antwort geht in eine ähnliche Richtung. Ja, für mich sind einfach die großen Projekte richtungsweisend, oder? Weil man dort auch experimentieren kann und dort eben, wie gesagt, die Mengen anfallen. Bei den kleineren, und vielleicht müssen wir definieren, was ist klein, was ist groß. Es gibt immer noch etwa 50.000 oder 60.000 Wohnungen im Jahr, die in der Schweiz gebaut werden, etwa 20.000 zu wenig im Moment gerade, oder? Wo die Leute nicht irgendwie auf Komfort verzichten wollen oder so. Dort werden wir diese Skalen dann irgendwann auch erreichen müssen, oder? Und das kriegt man im Moment noch nicht hin. Dann haben wir etwa 1 Million Gebäude in der Schweiz, die noch über 200 Kilowattstunden Energie pro Jahr, pro Quadratmeter brauchen. Dort werden wir die Technologie ebenfalls brauchen beim Bestand, um das dort zu erneuern. Das findet sich auch hier, Isolation.
Produktionsmöglichkeiten beispielsweise, Dämmmöglichkeiten aus Recyclingstoffen und so weiter. Das sind die Technologien, die wir am Ende unbedingt brauchen. Und dann brauchen wir dann auch noch die Intelligenz in den Gebäuden, oder? Um dann halt eben auch die Stromproblematik und ähnliche Geschichten zu steuern. Darum, das ist eine Riesenkiste, oder? Und ich bewundere und ich finde diese Projekte, zum Beispiel, es wurde gerade wieder eins vorgestellt, eben das Ganze ein Verwaltungsgebäude ohne Heizung und so weiter, finde ich total fantastisch, oder? Aber bis ich das dann im Wohnungsbau umgesetzt habe, in einer Skalengröße, die uns das Problem bei der Wohnungsknappheit löst, oder? Da braucht es einfach noch 20 Jahre dazu, behaupte ich. Und darum im Moment alles, oder? Wir müssen einfach im Moment alles in den Pott geben, was wir an Intelligenz haben, ausprobieren, einen Schritt gehen, schauen, funktioniert das, allenfalls korrigieren, nächsten Schritt gehen. Das ist der Weg, glaube ich. Christian, du hast vorhin auch noch mal reagiert auf das Votum von Sarah. Ja, es gibt da wie zwei verschiedene Ebenen, oder? Die eine Ebene ist, wenn ich ein Projekt ausgestalte, wie wird das generell mal vom Design her entworfen, oder? Das ist vor allem dann eure Aufgabe, wie man das optimal ausgestalten kann. Aber wenn das mal definiert ist, ist es auch vielleicht die Frage dann, welche Materialien beziehe ich? Sind das zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, was das konkret für ein Boden ist, wo wir drauf sitzen und stehen. Aber es gibt heute zum Beispiel sehr viele Bodenbeläge, die auch naturbelassen sind, weil sie aus Ressourcen hergestellt werden wie Holzmehl oder auch Leinenöl, das eigentlich natürlich hergestellt wird, anstatt dass ich einen bituminösen Boden nehme. Alles so, in dem Sinn Details, können Sie alles an den Ständen erfahren, hier an der Messe. Aber das ist eben wesentlich, um diese Diskussion voranzubringen, dass man sich eben damit auseinandersetzt, was stehen wir für Toolsets, also für Werkzeuge und Materialien zur Verfügung. Und dann habe ich noch eine Aufgabe, die wir uns vor allem in der Politik, aber auch bei den Normenbehörden vornehmen müssen. Es gibt heute die Möglichkeit, beispielsweise altes Ausbruchmaterial, vor allem Beton. Beton ist sehr gutes Ausbruchsmaterial, weil man sehr viel wieder damit verwenden kann. Das könnte man ja auch immer mehr die Verfahren nutzen, die Karbonatisierung, dass man dort den Beton mit CO2 in dem Sinne aussetzt. Und der Beton hat die schöne Eigenschaft, dass er das dauerhaft einspeichern kann, oder? Anstatt dass man dann Reduktionsprojekte oder irgendwelche Kompensationen leisten muss, kann man eben auch dort die Technik einsetzen und beispielsweise Recyclingmaterial, CO2 besprühen, dauerhaft einlagern und dieses Material dann wieder benutzen, um ein perfektes, hoffentlich perfektes Gebäude dann entsprechend oder ein Bauwerk dann wieder aufzubauen. Oder diese Denkweise, das ist überhaupt keine politische Frage, das ist rein die graue Masse zwischen den Ohren bedient. Und das muss es gehen. Sehr gut, also dort, wo ihr euch einig seid, auf den Projekten, oder, muss entschieden werden, dann, ob Technik oder nicht. Bauherrschaft hat eine große Bauherrschaft mit einer wichtigen Rolle. Das sage ich immer wieder, man kann von den Bauunternehmungen immer verlangen, etc. Aber wenn wir das Ganze einfach in der Praxis anschauen, der Bauherr bestimmt, was er bauen will und vor allem, wie viel er dafür bezahlt. Genau, und wenn man auf den Projekten entscheiden soll und es auch gut ist, wenn man es auf den Projekten entscheidet, ist die Frage, wie packt man dann diese Chancen, oder? Also ich glaube, das ist dann vielleicht noch eine spannende Frage. Und in Vorgesprächen hast du, Roxane, hast mir gesagt, Interdisziplinarität sei das Stichwort. Kannst du darauf eingehen, was du damit gemeint hast? Also wie man diese Chancen packen kann auf den Projekten? Ich habe das Gefühl, dass in Architekturbüros schon noch, also vielleicht nicht in deiner Praxis, Sarah, aber ich habe das Gefühl, dass es schon noch sehr stark darum geht, dass die Architektin wie so alleine alles löst. Natürlich gibt es Fachplaner und Spezialistinnen, aber es gibt noch immer diese Haltung, dass man eigentlich als Architektin wie so alles kontrolliert. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass so sehr viel Potenzial darin liegt, dass man mehr kommuniziert und mehr einbezieht, weil wir von einer langen Periode der Spezialisierung kommen. Und ich glaube, das muss jetzt einfach aufhören, weil das die Probleme nicht löst, die wir haben, sondern mehr Wissen einbeziehen, das wir in unserer Architekturausbildung nicht haben. Also diese lange Phase der Spezialisierung, etwas aufbrechen. Sarah, kannst du dich diesem Votum anschließen? Ist das der Schlüssel, um diese Chancen in einem Projekt eben auch voll auszuschöpfen, wie wir jetzt uns einig sind,
dass es auf den Projekten möglich ist? Ja, also ich glaube schon tatsächlich, also so das klassische Bild, was man von dem Architekten hat, der mit seinem schwarzen Rollkragenpulli und der schwarzen Brille da sitzt und ein Geniestreich sein Gebäude zeichnet und dann auch eben nicht an das Material denkt und danach ein tolles Konzept und das wird dann umgesetzt, das ist, glaube ich, wirklich und auch hoffentlich und auch vielleicht glücklicherweise passé. Ich denke, dass auch wenn wir jetzt von einem Entwurf sprechen und dann eben die Rolle des Entwurfs reduziert wird auf das ist sozusagen das Konzept und dann kommen die Bauunternehmungen, dann ist, glaube ich, auch, das ist eine vergebene Chance für uns Architektinnen und Architekten. Also da ist vielleicht auch dann die Frage der Chance. Ich glaube, das ist, also das bekannteste Beispiel ist, oder wenn man einfach ein Gebäude entwirft und am Schluss findet, oh komm, wir bauen es aus Holz, dann wird es eigentlich immer enorm teuer und irgendwie auch irgendwie ein Krux. Sondern man muss eigentlich das Material, die Konstruktionsweise von Anfang an in den Entwurf mitdenken. Und dann hat man eigentlich die Chance, daraus auch gleich direkt ein Gebäude zu machen. Und dort kommt man natürlich wirklich an Wissensgrenzen. Also jetzt in unserem Fachgebiet, wir sind keine Holzbauer, wir wissen nicht, wie es geht. Das heißt, man muss sich diese Expertise schon sehr, sehr früh im Team mit reinholen. Und das ist vielleicht die Interdisziplinarität, die du ansprichst. Und die findet auf technischer Ebene statt, also mit den Ingenieuren, Bauphysikern etc. etc., aber vielleicht auch mit anderen Fachgebieten wie der Soziologie oder der Stadtplanung oder so die fachverwandten Gebiete, die dann in Prozessen schon früher einbezogen werden, als es vielleicht beim schwarzen Rollkragenpulli noch der Fall war. Also wirklich diese Brille öffnen und den Ball vielleicht, Christian, ja? Dort spiele ich jetzt indirekt einen Ball an Bea zu. Dort gibt es ja vom SCA Werbespot, das neue Merkblatt 2065, wo du ja mitgearbeitet hast und wir uns als Verbände auch vernehmlast haben dazu, wo man eben genau anstrebt, dass man die, ich sage jetzt dem vom ganzen Projekt, die Nahrungskette in dem Sinne öffnet, damit die ausführenden Unternehmen, Ingenieurinnen, Planer, Architektinnen etc. früher zusammenarbeiten und dann in einem Allianzmodell auch mit einer gewissen Risikoverteilung, das ist ja sicher auch die löbliche Zielsetzung dieser Methode, dass man dort einfach viel mehr stärker zusammenarbeitet und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt, dass man dann eigentlich auch die Zielsetzung ja hat, dass man in Zukunft nur noch digital baut, oder mit diesem Building Information Modeling, was ja überall in allen Broschüren vorkommt und niemand weiß, was es wirklich bedeutet. Das ist eine vielleicht etwas sarkastische Bemerkung, aber dort sollten wir schon darauf hinarbeiten, dass alle diese Beteiligten in der Bauindustrie zusammenarbeiten und das, wenn möglich, natürlich noch digital, weil es einfach das Leben vereinfacht. Das war jetzt dein Werbespot. Ja. Und den Ball geben wir gerne dir weiter. Ja. Also das Merkblatt 2065, diese Allianzverträge, oder? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Puzzle, sage ich mal, für diese Nachhaltigkeit dann auch, wenn es dann Richtung Ausführung geht. Aber vielleicht muss man weiter vorne anfangen. Oder SCA hat auch das SCA Norm 101 für die Bauherren gemacht. Wir haben diese Wettbewerbsnormen, die eigentlich vor allen Dingen auch schon etwas früher anfangen wollen, oder? Und ich glaube, die Bauherren und die Grundeigentümer und die Kommunen sind hier eben auch in der Pflicht, oder sich zu überlegen, was soll denn hier eigentlich entstehen in diesem Quartier, wo sich irgendeine Transformation anbietet oder Neubauten oder so und entsprechend das auch vorgeben, sei es eben über Wettbewerbe oder so. Das Schlimmste, denn finde ich, oder wenn ich sehe Bauentwicklung, oder und da ist der eine Bauherr, oder und der stellt sich mit dem Rücken zum anderen Bauherr und der baut mal hier und der andere baut da und dazwischen ist irgendein Unort, oder? Da beginnt das schon einmal quasi in dieser größeren Ebene. Und dann auf der Ebene des einzelnen Bauherrn, oder? Dass man sich frühzeitig überlegt, oder? Was will ich eigentlich? Dass darum diese Lifecycle-Kosten, will ich allenfalls auch das schon einfließen lassen, dass die Bauteile, die ich da brauche, später mal wieder verwenden kann, oder? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, oder? Ich spreche jetzt da nicht nur von den Lavabos irgendwie, die dann 25 Jahren rausgenommen werden und dann vielleicht nirgendwo mehr passen, oder die Fenster, oder was weiß ich. Aber da ist BIM dann auch wieder ein wichtiger Bestandteil, allenfalls auch die Verfügbarkeit von solchen Bauteilen frühzeitig irgendwie schon mal vorzudenken, was passiert eigentlich am Ende damit. Wir denken alle daran, jetzt möglichst schnell bauen und es gibt einzelne, vielleicht auch mehrere, oder die sagen einfach vor allem Profitmaximierung, oder ich muss das irgendwo absichern, meine Investitionen absichern, ich muss auch Geld generieren, unsere BVGs funktionieren nach diesem System, aber halt eben da schon einfließen zu lassen, was passiert eigentlich in 25 Jahren mit diesem Bau? Und dann kommen diese Ideen wieder zum Zuge, oder man sagt, ja, jetzt machen wir hier aber mal die Aussicht nicht nur auf 15 Jahre, sondern halt immer auf 25. Und dann kommen wir viel zu viel besseren Projekten, da bin ich überzeugt. Nochmal vielleicht mit diesem Stichwort auch
gute Projekte zurück nochmal zu euch in die Praxis, in die tägliche Arbeit im Büro. Habt ihr noch einen weiteren Input zum Thema, wie die Chance packen? Also ich habe vielleicht nur noch den Input, dass man nicht erst die Gebäude, die man jetzt baut, denkt, wie sie in 25 Jahren dann gut funktionieren können, weil dann sind wir eigentlich zu spät. Also das ist das, was du betont hast. Wir müssen jetzt eigentlich schnell sein, weil wir wirklich an solchen Kipppunkten stehen. Das heißt, man muss auch die Gebäude, die jetzt schon stehen, anschauen. Ich glaube, der Sanierung kommt ein sehr, sehr großer Wert zu, dem Umgang mit dem Bestand und dort nicht zu sagen, ja, wir machen jetzt ein neues Gebäude und das ist super gut, weil da haben wir die ganze graue Energieberechnung rausgenommen und selbst wenn wir einen, vielleicht im Idealfall einen Beton nehmen, der dann eben noch CO2-negativ ist, weil man etwas drin spricht, da sind wir noch lang, oder noch lange ist vielleicht übertrieben, aber wir sind nicht in der breiten Masse der Anwendung angekommen bei dieser Technologie. Ich finde solche Technologien sehr, sehr spannend, aber die sind noch relativ teuer und noch wirklich nicht in der breiten Architekturszene, Planungsszene, Bauszene angekommen. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Ich muss gestehen, ich habe noch nie damit gebaut. Also ich das ist auch eine Normierungsfrage teilweise. Das ist teilweise eine Normierungsfrage. Es ist jetzt wirklich noch auf so diesem Forschungsaspekt. Das ist vielleicht auch das, was spannend ist, wenn man eben in der Forschung, im PhD an der Universität ist. Ich glaube, wir müssen wirklich auf den Bestand schauen und den Bestand schätzen, wertschätzen, den Bestand ertüchtigen. Und den Bestand nicht einfach leichtfertig aufgeben, weil man sagt, in Zukunft ist das dann viel besser. Weil dann zerstören wir auch unglaublich viel. Und wir sind zu langsam, wenn wir das jetzt zerstören. Ich kann mich dem anschließen. Kannst du dich anschließen, sehr gut. Reto, jetzt von außen, wenn du die Branche hörst, untereinander sprechen, wie wir einen Schritt vorwärts machen und eben in diese richtige Richtung gehen, kannst du uns noch einen Tipp mit auf den Weg geben? Also wenn man aus deiner Erfahrung? Wenn man sich in diesem Haus bewegt, hat man das Gefühl, alle wollen und alles sind wunderbar und alles Innovation. Und in der Praxis ist es wahrscheinlich noch nicht überall ganz so angekommen, weil die Branche ist aus verständlichen Gründen ein bisschen langsam traditionell unterwegs. Man will wenig Risiken eingehen, man ist unter einem hohen Kostendruck. Und ich glaube, es geht schon immer wieder darum, diese Dringlichkeit zu betonen und zu sagen, versuchen wir, was möglich ist. Vielleicht ein Aspekt, der auch mit dem zusammenhängt, im Moment ist so ein bisschen, wenn es dann nicht ganz so gut geht, das gilt übrigens auch in anderen Bereichen, CO2-Kompensation, andere Projekte, dann kommt sofort der Shitstorm und dann werden die Leute angegriffen, weil sie es nicht perfekt gemacht haben. Oder? Und das führt dazu, dass gewisse Leute dann eigentlich gar nichts mehr machen, aus Angst, einen Fehler zu machen, oder sie machen etwas und sagen nichts. Und das finde ich sehr schade. Ich glaube, wir müssen den Mut haben, es zu tun, und auch den Mut haben zu sagen, okay, es war vielleicht nicht ganz perfekt, also lernen wir daraus und machen wir das nächste Mal besser. Und die Leute, die etwas versuchen, belohnen und nicht bestrafen, weil sie es nicht perfekt gemacht haben. Gut, ich glaube, das wäre mal ein Punkt, wo wir öffnen können ins Publikum hier vor Ort. Ich habe bereits eine Frage und ich schaue dann auch noch in den Livestream, also wenn Sie gerne noch Fragen stellen möchten. Ja, ich bin auf dem Gebiet der Elektronik tätig und sehe, dass auf der Braubranche große Fehler gemacht haben. Darum die Frage an Herrn Professor Knutti und den beiden Architektinnen. Wie sehen Sie Fernsehen über Satellit oder IP? Gar nicht. Aber IP ist zum Beispiel Swisscom. Also wo schaut ihr zum Beispiel SRF 1? Auf der App auf dem Handy. Auf der App auf dem Handy? Ich höre Radio. Radio. Also was ist die Frage vielleicht? Die Frage wie konsumiert ihr Medieninhalte? Es ist so, IPTV, was alles verbreitet wird, vor allem vom Staatsbetrieb Swisscom, der fördert das. Und die Architekten machen das auch, weil sie alles gratis haben. Aber der Konsument zahlt dann jeden Monat ca. 100 Franken. Und IP und Satellitfernsehen ist viel initiativer, braucht 85% weniger Energie. Ich bin jetzt etwas auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ja. Wenn jemand helfen kann, und sonst würde ich noch mal schauen, ob eine andere Frage. Das ist eine Frage, die nicht sehr viel mit Architektur zu tun hat. Ja. Ich öffne gerne noch einmal. Gibt es noch eine weitere Frage? Ich gehe zuerst schnell in den Live-Chat und dann komme ich gleich zu Ihnen.
New European Bauhaus wird enriching and sustainable and inclusive. Es sollte nicht das vorrangige Thema des neuen Bauhauses sein. Da gehe ich jetzt direkt zu den Architektinnen hier. Könnt ihr diese Frage einordnen, beantworten? Ich kann die Frage nicht lesen. Das New European Bauhaus ist eine Initiative der EU. Oder ich weiß nicht ganz genau, welches auf jeden Fall eine europäische Initiative die Baukultur neu zu erfinden, so wie es das Bauhaus damals, das erste Bauhaus, eigentlich sehr, sehr, sehr prägend für die Moderne war, für die Moderne des 20. Jahrhunderts. Und die Moderne war ja ein Umbruch, der eigentlich nicht nur gestalterischer Art war, also da ging es um Lochfenster und Bandfenster und große Fenster, sondern es war auch ein gesellschaftlicher Umbruch, der ganz stark die ganze Gesellschaft bewegt hat. Und das New European Bauhaus ist, meines Wissens, wurde das, also Ursula von der Leyen aus Deutschland war sehr, sehr stark involviert, dieses auszurufen. Was jetzt genau die Frage war, muss ich gestehen. Ich stelle die Frage nicht, vielleicht anders. Was bedeutet das für unsere Arbeit in der Schweiz, diese europäischen Entwicklungen? Spürt ihr das schon in eurer Arbeit? Ich glaube, Zusammenarbeit ist enorm wichtig in der Innovation. Und das betrifft alles. Also es betrifft die technische Innovation wie auch die gestalterischen Aspekte. Und deswegen finde ich diese Initiative zu sagen, wir schließen uns zusammen und wir lernen voneinander, in allen möglichen Bereichen, und wir denken die Gesellschaft zusammen mit der Baukultur, mit der Bauwirtschaft, eine sehr gute Initiative. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat. Auch etwas die Zusammenfassung von euren Voten von vorher, also eine sehr gute Frage. Jetzt war hier eine Frage. Ja, Herrn Knutti, Sie sagen, Photovoltaik hat ein enormes Potenzial. Ich glaube, da herrscht weitgehend Konsens. Meine Frage ist, man spricht immer nur von Zubau, aber wir müssen ja die Nacht beherrschen und wir müssen den Winter beherrschen. Und wenn wir nur mit Zubau sprechen, mir fehlt, und das ist die Frage, mir fehlt die Dimension der Speicherung. Weil auch heute wieder werden wir die EVUs brauchen mit den Zuleitungen. Also die müssen trotzdem auf einen Peak bereitstellen und diese Volatilität, diese Extreme, und das ist ja... Wir kommen da wie nicht weiter. Eine Lösung, ein Ansatz wäre ja Power to X und so weiter. Täusche ich mich in der Annahme, im Gespür, dass die Speicherung zu kurz kommt? Oder was ist Ihre Antwort darauf? Also auch das nur beschränkt eine Frage, die eigentlich hierher gehört. Aber ich versuche es kurz zu machen. Also die Nacht ist kein Problem. Die ist so kurz, dass man das problemlos überbrücken kann. Die Winterspeicherung ist definitiv ein Thema. Wenn man Solar voll ausbaut, inklusive in den Alpen, und Wind auch noch und die Wasserkraft auch noch, dann hat man wahrscheinlich kein Problem. Wenn man eines oder mehrere von diesen nicht tut, dann kommt man langsam in einen Bereich, wo man ein Problem hat. Dann kommen die ganzen Fragen von europäischen Stromabkommen. Und Christian wird jetzt wahrscheinlich sagen, kommt die Frage von der Atomkraft. Also das kann man alles rechnen. Im Prinzip sind die Sachen lösbar, aber es erfordert einen relativ raschen Umbau des Energiesystems. Und ich glaube, die Leute aus dem Parlament können mehr dazu sagen. Da wird ja extrem viel daran gearbeitet. Also bauseitig nur ein... Kurz, ich beziehe es auf den Bau. Gerne, ja. Wir müssen dort eben auch bauen. Es nützt nichts, nur in der Politik diese Zielsetzung, diese hehren Ziele zu verabschieden. Wir müssen bauen. Und als Berner erlaube ich mir zu sagen, es wird eben nicht gebaut, leider. Man diskutiert seit 34 Jahren, ob man die Staumauer an der Grimsel 23 Meter erhöhen darf. Und sie ist keinen Zentimeter erhöht worden, obwohl man jetzt die Baustelle dazu hätte, wo man das in einem Guss machen könnte. Oder? Das ist das Versagen mit Einsprachen, mit Prozessen etc., die nicht vorankommen. Aber ich erlaube mir trotzdem noch die Bemerkung, der Winter wird nicht in den Griff zu kriegen sein, rein erneuerbar. Ich mache die klare Aussage, dass netto null in 27 Jahren, wir diskutieren seit 34 Jahren diese Staumauer, wenn wir in 27 Jahren netto null erhalten wollen, mit einer CO2-freien Stromproduktion, wird das nur mit Kernenergie gehen, dazu stehe ich. Gut, Beat? Ja, also... Oder einfach, sind wir nicht gleicher Meinung? Da sind wir überhaupt nicht gleicher Meinung, weil ich keine Lust habe, von der Abhängigkeit von irgendwelchen arabischen Staaten, die uns nicht wohlgesinnt sind, zu einer Abhängigkeit von Kasachstan oder vom Niger zu werden.
aber Klammer geschlossen. Aber noch schnell, oder? Die Frage der Winterspeicherung, das ist tatsächlich ein Problem, oder? Aber gerade dein Beispiel zeigt ja, dass es eine Frage der Konzession vor allen Dingen ist, oder? Das heißt, das ist so verschachtelt, oder? Dass die Players einfach jetzt die vergangenen 20 Jahre, behaupte ich, auch jeder Rücken an Rücken für seinen Garten gesorgt hat und geschaut hat, dass er seinen Auftrag irgendwie erfüllen kann, ohne dass man sich zusammengeschlossen hat, Gesicht gegen Gesicht, und gesagt hat, ich habe die Aufgabe, du hast die Möglichkeiten, wir müssen das gemeinsam lösen. Und 2050 werden wir im Winter tatsächlich irgendwas um 30 Terawatt zu wenig Strom haben, aber wir haben auch, wir liefern jetzt im Moment da wieder auch wieder Strom, oder? Also es ist jetzt auch gerade Winter, wir liefern Strom nach draußen. Also es ist nicht so, dass wir unabhängig werden müssen. Autarkie ist nicht das Thema, sondern Resilienz ist das Thema. Und da kann die Bauwirtschaft natürlich ebenfalls ihren Beitrag dazu nicht nur leisten, sondern sie wird ihn leisten, oder? Power to X braucht ebenfalls Infrastruktur, beispielsweise die Speichertechnologien und so weiter. Das kommt dann alles auf die Bauwirtschaft auch zu und die Gebäude selber, die eben auch Speicher sein sollen. Jedes Gebäude muss auch ein Energie-, ein Kraftwerk sein. Danke, dass du es zurückgebracht hast zur Bauwirtschaft und zur Kreislaufwirtschaft. Ich öffne gerne noch einmal. Gibt es eine weitere Frage? Ja, bezüglich Kreislaufwirtschaft. Ich bin Architekt, ich komme aus der Praxis. Denke ich, dass es nicht funktionieren wird, solange der CO2-Preis so tief ist. Daher meine Frage, warum schafft es die Politik nicht, diesen Preis zu erhöhen? Und was hätte es aus Sicht der Architektinnen oder Herr Knuti für einen Einfluss, wenn der Preis eben dort wäre, wo er ja eigentlich sein sollte, bei irgendwie 400-500 Franken die Tonne? Geben wir zuerst an die Politik eine Antwort. Wer möchte von euch beiden? Ja, wir haben es versucht. Das Volk war nicht gleicher Meinung. Es war eine knappe Abstimmung. Wir versuchen es jetzt wieder. Das CO2-Gesetz, zweite Auflage, kommt jetzt. Wir werden aber nicht auf diese lineare Höhe kommen, die genannt worden ist, dass das derartig wirken wird. Da bin ich überzeugt. Es braucht andere Maßnahmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Wir können nicht alleine nur über den CO2-Preis das wahrscheinlich regeln. Das ist meine im Moment Stand heute Sicht. Also ein Beispiel, oder? Die Frage des CO2-Preises hat uns ja damals so stark beschäftigt, als er sehr tief war beim europäischen Emissionshandelssystem. Oder? Der war ja lange so bei 5, 6, 7, 8 Euro pro Tonne, was ja ein Spotpreis war, weil dieser Markt nicht funktioniert hat. Jetzt sind wir, glaube ich, aktuell nach EEX-Zahlen netto bei 70, 75, 80 Euro pro Tonne, irgendwo in dieser Größenordnung. Und das ist natürlich, wenn wir dann unsere CO2-Abgabe auf Brennstoffen anschauen, die bei 120 Franken pro Tonne liegt, sind wir als Schweiz in dem Sinne höher bepreist in Bezug auf die Brennstoffe als der Marktpreis an der EEX in Europa, oder? Das muss man einfach klar auch festhalten. Aber der Bezug ist insofern noch interessant, dass mit dieser CO2-Abgabe auf Brennstoffen gibt es das System der Energieagentur der Wirtschaft, wo man sich als Unternehmung von dieser Brennstoffabgabe, nicht Treibstoff, Benzin und Diesel, sondern Brennstoff, Heizöl, befreien lassen kann, wenn man konkret in CO2-Einsparungen investiert. Und dort sind nach meiner Überlegung etwa 4.700 Unternehmungen, die bereits investiert haben, und die sparen damit ungefähr schon knapp 1 Million Tonnen CO2 ein. Also es gibt durchaus sehr viele gute Systeme, die funktionieren. Und das ENAF-System ist etwas, das andere Länder gerne kopieren würden, weil es dazu geführt hat, und dass man höre und staune, dass man vom Soll zum Ist eine deutliche Übererfüllung hat des Zielabsenkungspfades. Also so schlecht finde ich das System dort eben nicht aufgrund dieser Mechanismen. Was würde das für eure Arbeit bedeuten? Also das war ja noch der zweite Teil der Frage. Was würde es für eure Arbeit bedeuten? Also eine Erhöhung des CO2-Preises wäre natürlich sehr wünschenswert. Es wäre in erster Linie wäre es eine Privilegierung des Bestandes. Also es privilegiert den Umbau gegenüber dem Neubau, weil das, was schon steht, wurde ja in dem Sinn schon mal auch ausgegeben. Das kann dann bleiben. Ich glaube, ein zweiter sehr großer Hebel wäre die Verteuerung der Deponien. Wir haben es vorhin gehört, das wird teilweise schon ins Ausland geschafft, und das ist ja wirklich ein Problem, das kann ja eigentlich wirklich nicht das Ziel sein. Und es wäre natürlich, es würde auch die biogenen Baustoffe fördern, also die nachwachsenden Baustoffe wie Holz, aber auch in der Dämmung gibt es ganz viele Baustoffe, die eben
sogar CO2-neutral oder negativ sind. Also es hätte so in diesem Bereich hätte es Einflüsse. Ich glaube, der größte Einfluss wäre aber die Privilegierung des Umbaus gegenüber des Neubaus, was aus Umweltsicht ein großer Vorteil wäre. Und als Architektin auch spannend. Gut, vielen Dank. Dann nehmen wir vielleicht noch eine letzte kurze Frage, gerne. Ja, Claudia Schwalfenberg, wir sind ja jetzt bei den Instrumenten. Gestern gab es eine Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft. Da ist gesagt worden, wir brauchen neue Produkte. Also jemand, der einen Staubsauger verkauft, muss verpflichtet werden, den dann zurückzunehmen und die ganzen Materialien weiter zu verwerten. Bräuchte es sowas in der Bauwirtschaft auch, eine Verpflichtung, das, was man gebaut hat, als Material am Ende zurückzunehmen? Gibt es da vielleicht von euch beiden eine Antwort dazu, Roxane? Ich glaube, Verpflichtungen finde ich schwierig. Ich glaube, was es auf jeden Fall braucht, ist so eine Stärkung in der Idee von einer Bauteilbörse. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber das gibt es ja in anderen Ländern schon sehr stark. Belgien zum Beispiel hat so einen ganz starken Markt, was die Wiederverwendung von Materialien und den Rückbau betrifft. Und ich habe das Gefühl, dass man da in der Schweiz einfach noch sehr viel machen kann daran. Das auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann mit Blick auf die Zeit, es tut mir leid, dass ich die Frage aus dem Livestream nicht mehr einbinden kann, aber wir müssen in die Schlussrunde einbiegen. Die Zeit ist schnell verflogen. Ich möchte euch für ein kurzes Statement noch abholen. Für die Motivation, oder was wäre die Motivation jetzt hier noch wirklich diese Veränderungen auszulösen? Also was gebt ihr noch mit auf den Weg? Was ist die Motivation, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen? Darf ich bei dir, Reto, anfangen? Ich bin so ziemlich fachfremd, aber ich sage immer, wir haben nicht viel Zeit. Es braucht Leute, die es versuchen und zeigen, dass es geht. Also im Sinne von tue Gutes und rede darüber. Nicht Angst haben, auch Fehler zu machen und andere inspirieren, es auch zu tun. Ja, ich glaube, die Motivation muss nicht fachspezifisch sein. Ich glaube, für mich ist es ganz stark das, was es eigentlich braucht, nicht als Restriktion zu sehen, sondern eher als Möglichkeit. Vielen Dank. Sarah? Ich glaube, es ist sehr wichtig, wirklich zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen in diesen Fragen. Es ist sehr, sehr dringend. Unser Hintern brennt, aber wir sind keine Rakete, die dann irgendwann davon düst, sondern das müssen wir dann schon selbst machen. Danke, Christian. Also für mich, wenn man die Messe hier anschaut, gibt es überall eigentlich die Technologien, Produkte, Materialien etc., die vorhanden sind. Die Frage ist, wie man sie anwendet und wer es bezahlt. Und bei dieser verletzten Frage ist es unerlässlich, dass die Bauherrschaften einfach diese Transformation von sich aus anstoßen. Es wird nicht gehen, einfach wenn wir nur auf die Architekturbüros und auf die ausführenden Unternehmen oder die Ingenieurbüros schauen. Die Bauherrschaften müssen vorangehen, natürlich mit uns zusammen, aber das ist einfach schlicht unerlässlich im Bau. Beat? Ich glaube, man kann durchs Leben gehen, ohne einen Film zu schauen, ohne Bücher zu lesen, ohne Musik zu hören. Aber man kann nicht leben, ohne den bebauten Raum wahrzunehmen um sich herum. Und darum ist es eine gesellschaftliche Frage, wie dieser bebaute Raum aussieht. Und wir müssen der Gesellschaft aufzeigen, dass wir den bebauten Raum in einer Qualität erstellen wollen, die auch enkeltauglich ist. Und das können wir machen, weil wir haben das Know-how dazu, wir haben die Mittel dazu und wir haben auch die Innovation dazu, das weiterzudenken. Und das können wir alle leisten. Vielen Dank. Diese fünf Aussagen, aber auch unser ganzes Podium hat natürlich jetzt auch Gedankenanstöße gegeben. Es hat Futter gegeben, um miteinander sich auszutauschen. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen an den anschließenden Apero beim Essia-Stand. Nutzen Sie die Gelegenheit, das Gehörte mit uns noch einmal zu diskutieren, untereinander zu diskutieren. Und ich möchte mich bei meinen fünf Gästen ganz herzlich bedanken für die Zeit. Ich möchte mich bei Ihnen hier vor Ort, aber auch zu Hause oder im Büro im Livestream bedanken für das Interesse an diesem Austausch und wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Swissbau. Vielen Dank. Danke.